Jetzt ist keine ganz freie Nacht. Chicken hängt immer noch auf dem Dach herum. Sarana! Gut, sie kommt mit. Ich wollte schon sagen, hat sie keine Lust. Wir sind doch auf einer wichtigen Mission. Wir müssen, naja, eigentlich gegen... Dort ist Süden, aber wir machen jetzt mal einen kleinen Abstecher zum Tierstein. Ja, das war der Tierstein. Der Baumstein ist ja jetzt Miraks Tempel. Wurde zweckentfremdet. Hilfe, ich komme nicht hoch. Was? Nein. Kusch dich! Als ich gesagt habe, kusch dich, habe ich das nicht wirklich gemeint mit lauf weg. Und heil dich, ne? Doch eigentlich schon. Weit von uns entfernt. Explodiert dieses Struktur in mein Gesicht. Ja, danke. Was heißt wir? Ich hab's geschafft. Steigert Ausdauer. Na, was bist du denn? Ich konnte den letzten Schwung Met retten. Der Rest war verdorben. Elmus. Was ist passiert? Du standest unter Kontrolle eines Verrückten. Wir haben alle Hände voll zu tun, um diesen Ort wieder auf Vordermann zu bringen. Was für ein Met. Oder war einer von diesen Türsk-Leuten? Stimmt, ich muss noch in Türsk reingehen und sagen, hey, wie sieht es mit dem Mehl aus? Wir haben die meisten Fässer verloren, als bevor diese Dinger kamen. Diese Dinger. Es ist jedoch bald fertig und nun wird es Zeit, einige Aromen hinzuzugeben. Auf Solstheim gibt es die zwar nicht, aber wenn ihr mal in Himmelsrand seid, könntet ihr mir ein paar Wacholderbeeren mitbringen. Wacholderbeeren. Eine ganz eigene Süße hinzu. Das rundet das Aroma ab. Jetzt soll ich auch noch für dich zurück nach Himmelsrand reisen, um Wacholderbeeren zu holen. Wie viel ist vom Met noch übrig? Vorerst genug. Aber ich muss entweder mehr Fässer besorgen oder mehr importieren, wenn wir es über den nächsten Winter schaffen wollen. Das Schlimmste wäre, wenn uns Met und Feuer gleichzeitig ausgehen würden. Oh, ihr wollt also hier bleiben? Kuva schreckt mich nicht ab. Er mag laut sein. Aber letztendlich will er auch nur das, was wir alle wollen. Friede sei mit euch und ein warmes Getränk. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Friede, 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 Rest in Peace und so ein Kack. Schön, wie Chicken ihre Objectives vergessen hat. Ja, ja, du musst doch hier neu zurückgehen und sagen, die eine ist akzeptiert worden, obwohl es nicht akzeptiert worden ist. Aber hey, ist mir sowas von egal, wer diese bescheuerte Metalle leitet. Ich habe damit nichts am Hut. Bujold sagt, ihr hättet gute Dienste geleistet. Vor unserer Hochzeit war ich bei ihrer ersten Reise zum Hügelgrab ihre rechte Hand. Rotmund erkennt Stärke. In dieser Welt und in der nächsten. In die nächsten. Ja, ja, es war mir eine Ehre, bla bla. Ja, ich erinnere mich daran, wie es vor unserer Hochzeit war. Ich hoffe, ich treffe euch des Öfteren in der Halle an, mein Freund. Wir sind Freunde. Hey! Das müsst ihr aber noch wegräumen, ne? Ich kann es nicht mal durchsuchen. Ich drücke eh, aber es passiert nichts. Ihr habt keine Ahnung, wie gut es tut, wieder hier zu sein. Ich glaube, ich werde das dann einfach offscreen disablen, damit das hier nicht alles voll pestet. Na, Sarana? Hier stinkt es immer noch nach Rieglingen. Aber das wäscht sich mit der Zeit von allein heraus. Du könntest ja ein paar Duftkerzen aufstellen. Ihr habt keine Ahnung, wie gut es tut, hier zu sein. Danke für eure Hilfe, mein Freund. Was tust du da, Sarana?
Also gut. Serana will mich. Wo kommt ihr eure Rohmaterialien? Ich habe Freunde in Rabenfels und auch ein paar unter den Skal. Auf der Insel selbst gibt es nicht viel Metall, aber wir finden schon etwas, wenn wir es brauchen. Könntet ihr die Schmiede wieder zum Laufen bringen? Diese Viecher haben sie mit dem Fraß für ihre Tiere gefüllt. Elmus hat mir geholfen, sie auszuwaschen, aber das Feuer stinkt noch immer erbärmlich. Sie ist nicht mehr so gut wie früher, aber zum Glück bin ich es noch. Geht es wieder an die Arbeit? Die Schmiede zu putzen war der einfache Teil. Aber diese verdammten Rieglinge haben sich fast mein gesamtes Material unter den Nagel gerissen. Oh. Und Luft kann ich nicht schmieden. Ihr kommt doch viel herum, oder? Wenn ihr auf euren Reisen Stahlriemen oder Ebenerz findet, bringt es dem alten Halbarn. Hilfe unter Freunden. Es gibt wichtigere Dinge als Stahlriemen. 10 Stahlriemen und 15 Ebenerzbahn! Es tut mir leid. Ebenerz hat die wahrscheinlich noch in meinem Haus. Aber Stahlriemen? Ich habe nicht mal Stahlriemen dabei. Ja, ihr seht schon, schicken wir mal ausnahmsweise nicht die Inventar ausmüllen. Mein Sohn, was? Wir haben alle Hände voll zu tun, um diesen Ort wieder auf Vordermann zu bringen. Ach, ihr seid Sohn, ich hasse ja. Die meisten Reisenden, die hier vorbeikommen. Aber ihr scheint zu den Besseren zu gehören. Schwarzdorn. Nein! Das ist unordentlich, wenn es auf dem Boden liegt. Zumindest auf dem Tisch. Ich will, dass ihr Hilund nicht mehr belästigt. Tut mir leid, ich belästige sie nicht. Sie muss sich nur entscheiden, wer sie wirklich sein möchte. Und ich glaube, dass sie eure Hilfe... Ich konnte den letzten Schwung Met retten. Der Rest Warum war seid ihr so verdorben. Hilund! Habt ihr je versucht, unausgeschlafen auf die Jagd zu gehen? Das ist nicht schön. Jetzt, wo ich mich wieder richtig ausruhen kann, wird wieder alles leichter gehen. Naja, wann habe ich das jetzt mal in einem Bett geschlafen? Wie läuft die Jagd denn so? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich habe da so eine Idee. Ach, hey. Ich will ein Erinnerungsstück erschaffen, damit wir nie vergessen, was geschah, als wir das letzte Mal nachlässig wurden. Ich möchte die gesamte Halle mit ihren kleinen Speeren auskleiden. Sie sollen uns verhöhnen, damit wir uns mehr anstrengen. Ach, du warst das. Ja. Das einzige Problem besteht darin, dass ich viele Speere brauche. Sehr viele. Wenn ihr also ein paar finden könntet, wäre es einfacher für mich. 50. Habe ich zufällig 50? Also ich habe jede Menge Rieglingsspeere. Ich hoffe, es ist genug. Oh, bestimmt. Gebt sie mir, dann kann ich schon mal mit der Arbeit beginnen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Nein! Das war nicht mal eine Folge. Du kannst doch nicht sagen, hier, wenn die Aufnahme ist, dann freue ich mich diese Frage. Du, das ist wirklich keine Quest? Wir haben alle Hände voll zu tun. Doch, du willst Wacholderbeeren. Bis zum nächsten Mal. Ich werde ein wenig kribbelig. Das sind die Spinnen, die über deinem Rücken hochkrabbeln. Erzähl mir mehr über Tirsk. Oder vielleicht die Ameisen in deiner Hose. Hoffentlich werden wir jetzt, da wir wieder sind, wo wir hingehören, erneut zu den Kämpfern, die Tirsk verdient hat. Wir sind kälter als Schnee und härter als Stahl. Wir hüllen uns in beides, um uns daran zu erinnern, in was für einer Welt wir leben. Das hoffe ich zumindest. Wir alle haben aus diesem Unheil etwas gelernt. Und das wäre? Ah, okay. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden alles wieder aufbauen. Die Halle und uns selbst. Auf die eine oder andere Weise. Ja, ne. Also good luck with that. Eisenfell. Keine Ahnung, wie gut es tut, wieder hier zu sein. Da endlich ja, kann ich nachts wieder schlafen. Ja. Es ist gut, ein paar vertrauenswürdige Seelen an diesem Ort zu wissen. Werdet ihr diesen Ort trotzdem führen können? Auch wenn ihr jetzt nicht so akzeptiert wurdet von Hoffmut? Ich führe diejenigen an, die mir folgen wollen. Und das wollen die meisten. Also denke ich, ja,
Es wird schon klappen. Na, ja, und Serana steht auch vollkommen hinter dir. Wenn ihr je zu Hoch... Serana, du musst es jetzt doch nicht wörtlich nehmen. Ach komm, Mädchen. Fällt ihr je zu Hochmund zurückkehren und es erneut versuchen? Ich glaube nicht, dass wir diesen alten Geist noch brauchen. Wer auch immer uns demnächst anführen mag, kann sich ihm gerne anschließen. Aber ich will lieber meine eigene Tradition schaffen. Tradition? Rotmund war ein großer Mann, aber kein Gott oder Vorbild. Wir leben, er nicht. Unsere Stärke kommt von uns selbst. Naja, wir brauchen keine komischen Geister. Ich war Serana. Danke, dass ihr mir helft, Freund. Ja, ja, ja. Da muss ich das Ganze hier nicht leiten. Nicht, dass sie noch hier auf die Idee kommen will. Ja, dann bist du halt jetzt erwählt, Chicken. Nee, nee. Nicht nach dem Fiasko in Blood Moon. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Max Tempel, hallo kleiner Drachenleiche. Da sind meine ganzen Questmarker. Wieso sind da hinten auch Quest? Achso, ja, die beiden Steine. Erdstein und Wasserstein. Hallo Schlangendrache. Ich wollte dich jetzt eigentlich ignorieren. Wow! Ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Er will mich. Oh Mann. Das wird doch wieder so sein wie... Ne? Ihr wisst schon. Drachenfall. Er fliegt in Slow Motion. Es hat er so ein Tschusch gemacht. Als sei er der Flash. Jetzt habe ich irgendwie einen falschen Zauber ausgewählt und du bist jetzt, ne? Du weißt schon, in der Zeit eingefroren. Mr. Schlangendrache. Zaubertränke, Magika. Trage ich eigentlich noch meinen Ring, damit ich weniger verbrauche? Ja. Das ist lächerlich. Jetzt ist er wieder Slow Motion. Sag mal, ich spam doch Drachenfall auf dich und nicht irgendwie Zeit verlangsamen. Bei Akatosh. Was geht hier ab? Egal, lustig. Ach, sieh mal, wer da wieder an die Schüssen kommt und mir eine Seele klauen möchte. Diese Drachenseele. Mir. Ja, ja. Ich mache mir wieder mal die ganze Arbeit und er klaut sie. Kann ich dich töten? Nö. Wir sehen uns schon bald wieder. Hello Darkness, my old friend. Wie's in Ruhe? Ist da irgendwas Schönes wenigstens für mich drin? Eisenbarren.
Schon fast eben Erz. Makelloser Saphir! Hier gibt's Füchse? Okay. Ich habe hier eigentlich noch nie einen Fuchs gesehen. Ein gigantischer Pilz.